Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen ramontischen, vielleicht sogar Ramontik Plus Abend. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt. Ich schlafe wie auf Wolken von Engelsflügeln getragen. Das liegt vielleicht auch unter anderem daran, dass ich jeden Tag richtig geiles Gemüse esse. Mir geht es sehr, sehr gut. Und heute kommen die Patch Notes 9.23 quasi und quasi morgen geht der Patch an live. Dieser Patch ist für die Preseason da, das heißt auch morgen gibt es die Preseason, Ranked ist vorbei, ihr könnt jetzt nicht mehr Elo machen, also ihr könnt immer noch Elo machen, ihr könnt damit eurem Air boosten, aber ihr könnt jetzt nicht mehr die Diamond-Belohnung, Gold-Belohnung oder sowas reinholen, das ist jetzt leider zu spät. Dieser Patch ist sehr, sehr riesig, wie man hier rechts sehen kann. Das bedeutet, es könnte sein, dass dieses Video etwas länger geht. Das bedeutet ebenfalls, es könnte eine Art Podcast sein oder vielleicht sogar auch ein, ja, zum Einschlafen. Geht auch, ne? Gut. Fangen wir einfach mal an mit dem Patch. Ja, Highlights könnte man sagen. Wir haben hier erstmal Aatrox, der dazukommt. Wir müssen ganz ehrlich sagen, Leute, also, ich finde, der Skin sieht ein bisschen aus wie dieser andere Aatrox, dieser irgendwas mit Gerechtigkeit oder irgendwie so heißt, der ist auch so ein weißer Skin. Und Skins sind absolute Geschmackssache, aber ich finde, dieser Skin sieht aus wie ein Clown. Sein ganzes Leben war ein Zirkus. Dieser Skin sieht katastrophal aus. Das Schwert sieht potenziell vielleicht noch ganz cool aus, das kann man jetzt leider nicht sehen, aber ich meine, er hat Flügel auf. Setz ihm doch noch gleich eine pinke Blume auf den Kopf. Was ist das für ein Krieger? Lila? 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 Ich meine, lila? Das muss schwarz, gelb, tot leuchten. Da muss ein Totenkopf drauf, da muss ein Vernichtungssymbol drauf. Aber lila mit Flügeln? Weiß ich nicht. Geschmackssache. Gut. Aber das wird natürlich kommen. Außerdem werden neue Skins kommen. Es ist nämlich Pulse Fire Thrash und Prestige und, ja, Victorious Aatrox. Pulse Fire Thrash sieht aus wie ein Pinguin, wie ein Vogel. Ist nicht mein Ding. Aber Skins sind Skins. Geschmackssache ist Geschmackssache. Der eine möchte ein rotes Auto und der andere ein supergeiles schwarzes, so wie meins. Gut. Weiter geht's mit den Elementardrachen. Denn Elementardrachen werden jetzt umfassend geändert. Ich habe ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Einige Änderungen wurden nochmal geändert, seitdem ich das letzte Video gemacht habe über diese ganze Drachengeschichte. Das heißt, gucken wir einfach mal, was passiert. Nachdem der After the second Drake dies, the third, also wenn der dritte Drache announced wird, so von wegen, ja, hey, es kommt ein Feuerdrache oder so, dann wird das ganze Terrain nach diesem dritten Drachen verändert. Das bedeutet, wenn der dritte ein Feuerdrache ist, dann wird das Ganze nach Feuer verändert. Ich denke mal, das hat ja jeder schon mitbekommen. Jeder dieser Drachen hat einen Effekt. Der Feuerdrache verbrennt Wände, der Erddrache erzeugt Wände, der Winddrache macht Windkanäle, auf denen man schneller läuft und der Wasserdrache macht so Büsche auf der Map. Das Ganze Wichtige ist hier, dass sobald die Map transformiert, das ist nämlich neu, also vielleicht kennt ihr das schon, vielleicht ist er schon länger auf dem PBE, aber für mich ist das neu, weil ich seitdem nicht mehr darauf geguckt habe. Alle zukünftigen Drachen sind dieselben. Das bedeutet, die ersten drei Sachen sind immer unique. Der erste ist ein Ocean Drake und dann kann kein Ocean Drake mehr spawnen. Der zweite ist ein Erddrache und dann kann kein Erddrache mehr spawnen. Der dritte ist ein Infernal Drache und ab da werden alle Drachen Infernal sein. Alle. Komplett alle. Das heißt, um das Thema direkt mal zu visualisieren, wenn das alle ersten drei Drachen an einem Team gehen, das heißt, wir sagen Ocean, Erde, Feuer, kann das zweite Team 4 Infernal Dragon sammeln. Ja, das ist tatsächlich möglich. Die können 4 Infernals hintereinander sammeln. Klingt erstmal broken, kommen wir aber später zu. Ja, hier sehen wir das Ganze, wie sich das so ein bisschen verändert. Das heißt, hier ja, ne, werden die Wände so ein bisschen verändert. Ich denke mal, das habt ja eigentlich mehr oder weniger jeder mitbekommen. Seitdem Alcoves, dieses Wort habe ich noch nie gelesen, aber es gibt es anscheinend. Ja, das heißt, es gibt diese Rauch-Icon, ist auf jeden Fall, es ist nett, es schadet nicht. Es schadet nicht, also werden wir sehen. Ne, vielleicht geht auch die Mentalität der AD-Carries komplett in den Keller. Vor allem auf der Top-Lane bin ich gespannt. Ich glaube, auf der Top-Lane gibt es da mehr Outplay-Potenzial als auf der Bot-Lane tatsächlich. Müssen wir mal sehen. Es gibt vielleicht auch einige Champions, die mit Wänden arbeiten und für die dieses Loch vielleicht nicht so geil ist, aber ja, müssen wir mal gucken. Außerdem gibt es natürlich noch neue Büsche. Das heißt, dieser Busch hier bei dem Blue Buff ist neu und auf der anderen Seite ist der ebenfalls da. Ja, die Drachenseele. Die Drachenseele kommt, sobald ein Team, ihren vierten Drachen erledigt hat. Ja, das heißt, es kann sein, wenn ein Team direkt alle vier Drachen, die ersten vier bekommt, dann kriegen sie die Drachenseele. Oder wenn das eine Team drei hat und die anderen drei und dann kommt der vierte Drache. Also immer der vierte Drache, den für das eine Team. Ja, also nicht vier an der gesamten Zahl, sondern vier an der gesamten Zahl des Teams. Ich hoffe, ich verwirre euch, ist egal. Ich glaube, ihr seid klug. Ich glaube tatsächlich, dass du klug bist und verstehst, was ich sage.
Ne, ihr müsst das dechiffrieren, so. Dechiffriermaschine, so, ne? Ich verschicke das verschlüsselt rüber und ihr so, okay, 1144534, okay, cool. Gut. Also ihr bekommt eine Drachenseele und diese Drachenseele hat verschiedene Effekte. Das heißt, der Inferno-Drache, wenn ihr einen Zauber oder Attacke macht, dann verbrennt ihr den Gegner, macht so eine kleine Explosion. Haben ja die meisten schon gesehen. Bei Mountain bekommt ihr ein Schild. So ähnlich wie bei Malphite, wenn ihr 5 Sekunden, eigentlich ist es genauso wie bei Malphite, nur dass das Scaling interessant ist. 0,2 Bonus Attack Damage, 0,1 Ability Power und 0,15 Health. Das heißt, jeder profitiert davon, Tanks, AP und AD und Champions, die mehr davon kombinieren. Mir fällt da einer ein, Wladimir. Der hat viel AP und viel AP. AP, HP. Der könnte ein ziemlich krasses Schild bekommen. Der ist ja eh schon super tanky. Auch hier dieser Buff scaled sowohl mit AP als auch mit AD, auch als mit Bonus Health. Das heißt, hier profitiert wirklich jeder von. Die Ocean-Seele ist jetzt dafür da, dass wenn ihr einen Gegner Schaden macht, heilt ihr euch. Das ist ziemlich cool und regeneriert auch Mana. Ist ein bisschen schwächer gegen Minions. Und die Cloud-Seele... Ihr bekommt 10% passives Movement Speed und nachdem ihr eure Ultimate castet, bekommt ihr 30% Movement Speed. 3 Sekunden Cooldown, das heißt, ja, ne, ist im Prinzip wie Nimbus Cloak, kann man sagen. Es ist Nimbus Cloak. Finde ich sehr, sehr cool, aber ich bin gleichzeitig traurig. Darauf kommen wir später zurück. Elementardrachenbuffs. Die Elementardrachenbuffs wurden verändert, weil zum einen ihr ja jetzt 4 von einer Art bekommen konntet, vorher konnte man nur 3 haben und man jetzt sagt, hey, man will mehr das Ganze auf diese Geschichte lenken, ja, das heißt, ihr habt ja jetzt diese Effekte, die Drachenseele zum Beispiel und deswegen muss man da auch so ein bisschen irgendwo auch Abstriche machen, ja. Denn Infernal Dragon hat vorher 10, 17, 24 gegeben. Jetzt gibt er 15, 15. Das heißt, wenn ihr 3 habt, bekommt ihr 15% statt 24%. Ihr braucht also 3 Drachen, um auf den Fastwert von 2 Drachen zu kommen. Selbst da seid ihr noch ein bisschen schwächer. Aber ihr könnt natürlich jetzt 4 Drachen haben, da kommt ihr auf 20%. Aber ja, das ist natürlich trotzdem noch schwächer als 3 Drachen. Ist trotzdem ein guter Wert. 20%, Leute, ist harsch viel. Mountain. Mountain gibt euch jetzt Bonus, nicht Bonus, sondern Armor und Magic Resist. Einfach Bonus, Armor, ohne Bonus, streicht das raus. Armor, Magic Resist. Ist cool, aber auch schwierig. Hiervon profitieren natürlich, klar, hiervon muss man sagen, profitieren vor allem Champs, die AD und AP bauen. Hiervon profitieren vor allem Champs, die tanky sind. Natürlich profitieren bei beiden auch die anderen, das heißt, selbst eine Vayne hat ein bisschen Rüstung und profitiert davon. Aber es ist nicht ganz so krass. Ist sehr speziell, aber wenn ihr sehr tanky seid, dann müsst ihr die scheiß Drachen kriegen, Alter. Ich sehe jetzt schon den Malphite mit 4 Erddrachen. GG. Ocean-Drache. Ocean-Drache wurde ein bisschen verändert und hier sagt man sich, hey, wir nehmen den Effekt, dass ihr Mana wiederbekommt, komplett raus. Man bekommt kein Mana mehr wieder, aber dafür hat man Raum für andere Sachen. Und zwar ist das so, dass ihr jetzt mehr regeneriert. Also ihr habt jetzt 15, 15. Bei 3 Drachen habt ihr also schon einen höheren Wert im Gegensatz zum Fun Dragon und ihr könnt auf 20 hoch. Und das Ganze ist jetzt permanent. Nicht mehr out of combat, nicht mehr, einfach die ganze Zeit. Es rattert die... Super krass. Leute, Ocean Drake, super krass. Die ganze Zeit. Die ganze... Super krass. Meiner Meinung nach, super krass. Aber dafür kein Mana mehr. Cloud-Drache. Cloud-Drache macht jetzt quasi... Man war so ein bisschen unzufrieden mit dem Movement Speed, dies und das. War zwar nett, aber so richtig krass war es nicht. Ihr bekommt jetzt Cooldown Reduction. 10, 20, 30, 40%. Ignoring the CDR Cap. Das heißt, für Udi ist das natürlich scheiße, also ihr geht auf Phoenix. Aber ihr könnt quasi jetzt ultra viel, ich sehe jetzt schon die Lux mit 40% hiervon, dann noch den ganzen Ultimate Hunter und alles. Das knallt, das scheppert, Leute. Krass. Finde ich krass. Sind krasse Änderungen. Gut, weiter geht's mit den Elementardrachen Mechanics. Und zwar ist es nämlich so, das hatten wir, dass die Drachen alle dieselben sind. Die Drachen spawnen, der erste spawnt bei 5. Und ja, dann spawnen die Drachen alle 5 Minuten, respawnen, bis eine Seite 4 hat. Das heißt, vorher war es ja so, dass ab 35 kommt dann der, wie heißt der, Elder Drake? Ich wollte es Eternal sagen. Der Elder Drake. Jetzt ist es so, sobald ein Team 4 Drachen hat, kommt sofort der Elemental, der Elder Drake, ja. Das heißt, das ist daran gebunden. Außerdem sollen die Drachen jetzt auch anders sein. Man sagt sich nämlich jetzt, hey, der erste Drache, beziehungsweise vorher waren die Drachen, die hatten 3400 AP und haben 42 pro Level dazu bekommen. Jetzt sind die Drachen, die ersten drei sind schwächer, haben 2650, also deutlich schwächer. Man sagt nämlich, hey, der richtige Drachenkampf soll ab dem dritten anfangen, ja. Wenn das ganze Rift erschüttert und alles Inferno-mäßig ist, dann soll es richtig losgehen. Und dann sind die Drachen nämlich richtig beefy. Die haben nämlich 4350 AP, also was heißt richtig beefy, aber, ne... Die sind tankiger als vorher, kann man sagen. 4.350 plus 240 statt 3,5. Also, ne?
Elder Drake, meine Freunde. Elder Drake wird natürlich auch verändert. Hier erstmal, die ganzen Sachen hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Na, dass der die bestehenden Buffs verbessert um 50%. Habe ich bestimmt mal gelesen, aber ausgeblendet. Wird entfernt. Und auch der Burn-Effekt wird verändert. Vorher war es natürlich pro Drache. Jetzt ist der Burn-Effekt einfach flat. Das heißt, es ist scheißegal, ob ihr einen Drachen habt oder vier Drachen. Der Burn-Effekt ist derselbe. Das ist dafür da, dass wenn ihr als Team gar keinen Drachen bekommen habt, der Elder Drake euch trotzdem ins Game reincarryen kann. Ja, gute Backcam-Möglichkeiten. Das Ding gibt revealed keine Enemies mehr. Also es deckt nicht mehr auf. Und ja, wichtig. Was haben wir noch hier? Der Execute ist noch dazugekommen. Das bedeutet, wenn eine Person bei 20% HP ist und Damage bekommt, dann wird dieser für 0,5 Sekunden Cast Time hat das Ganze, kommt die Elder Immolation. Das heißt, habt ihr ja schon gesehen, da kommt so ein Böllerdrache und der Gegner ist einfach tot. Ein Execute. Das Ding hat auch keinen Cooldown. No Cooldown, kann die ganze Zeit böllern. Allerdings, wenn ihr Stundenglas habt oder hier steht Invulnerability, dann könnt ihr nicht sterben. Die Frage ist, Invulnerability ist, dass ihr unsterblich seid. Stundenglas, Bart, Kale Ult. Aber was ist, wenn du in einem Pool bist, als Wladimir? Also rein diesen Textes müsste man trotzdem sterben im Pool. Macht vielleicht auch Sinn. Der Elder Drake hält außerdem ein bisschen länger jetzt, damit man ihn besser kombinieren kann. Ne, wenn du nämlich Elder Drake machst und dann Baron machst, dann ist der Elder Drake schon wieder fast ausgelaufen. Also kannst du ihn ein bisschen besser kombinieren. Und ja. Hier steht jetzt auch die Spawn-Time noch vom Elder Drake. 6, nachdem das erste Team die 4 Drachen gekillt hat und 6 respawn, ne? Das heißt hier, der früheste Elder Drake, der spawnen kann, ist bei 26, aber in vielen Games wird er gar nicht spawnen, ne? In vielen Games, wenn es zu spät gemacht wird. Ich meine, ne, in einem kompletten Stop, 26, wirklich, wenn du nonstop die Drachen instant clearst. Also, da muss es schon on fire sein. Das heißt, ein durchschnittlicher Elder Drake wird wahrscheinlich auch wieder bei 35, ich würde sogar vielleicht sagen, eher bei 40 spawnen. Das heißt, dieser Execute-Effekt wird dadurch ein bisschen schwächer. Also, ne? Ja. Baron Buff. Baron Buff hält jetzt 180 Sekunden statt 210. Das heißt, die halten jetzt beide genau gleich viel. Kann man also gut damit timen. Die Buffs, die ihr bekommen könnt, haben andere Animationen. Das hier ist der Blue Buff, Red Buff. Das ist, wenn jemand brennt. Hier haben wir Elder Dragon Hand of Baron. Das sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Und hier haben wir alles kombiniert. Das sieht einfach aus wie eine Kaioken Super Saiyajin Verwandlung. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Top Lane Influence. Top Lane soll verändert werden, denn Top Lane hat zu wenig Impact. Beziehungsweise nicht nur Top Lane, muss man sagen. Hier steht die ganze Zeit Top Lane Influence. Aber im Prinzip Solo Lanes. Das bedeutet, das Ganze fängt folgenderweise an. Erstmal der Rift Herald, der ist ja gerade für Top Laner, für Solo Lanes meistens sehr, sehr wichtig. Der kann jetzt, der spawnt jetzt früher und kann doppelt spawnen. Das heißt, er respawnt 6 Minuten und ihr könnt ihn also zweimal einsammeln. Wichtig ist, er hat jetzt 1 Sekunde Channel Time. Finde ich ein bisschen doof, warum er das macht. Ich finde, wenn man den Gegner abbrechen konnte, dass er ihn channelt, dann wurdest du belohnt einfach, oder? Gibt es da einen Grund, das auf 1 Sekunde runterzumachen? Aber ist halt okay so. Außerdem hält das nur noch 20 Sekunden auf dem Boden. Das heißt, wenn ihr es schafft, den zu klauen, müsst ihr es nur 20 Sekunden verteidigen. Das ist machbar. 40 Sekunden, niemand will 40 Sekunden da stehen bleiben und Wache schieben. Ganz ehrlich. Außerdem ist jetzt sein Effekt ein bisschen genervt, muss man sagen. Denn er macht sich jetzt 66% von seinem aktuellen Leben. Ihr könnt also nicht mit dem Ding einfach 1000 Türme da wegmachen. Da wird der nicht durchkommen. Na, 66% ist schon sehr, sehr viel. Aber wenn ihr natürlich 2 Stück habt, manchmal ist es einfach so, da konntest du mit einem Herald wirklich 2, 3, 4 Türme wegböllern. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr so sein. Minion XP. Minion XP ist jetzt angehoben worden. Das bedeutet, dass Solo-Lanes mehr davon profitieren. Top-Laner, Mid-Laner bekommen mehr XP als Bot-Laner. Dadurch sollen gerade Top-Laner stärker sein, weil oft ist so, sind wir ehrlich, ja, jetzt werden AD-Carries weinen, aber sind wir ehrlich, ich sag immer, scheißegal, ob der Top-Laner intet, oder ob der fett ist, meine ich, ne, je nachdem, welches Team du jetzt halt gerade bist, ne, wenn der gegnerische Top-Laner fett ist, ist scheißegal, der wird eh von unserem Duo-Bot-Lane outscaled. Unsere Duo-Bot-Lane, da machst du einen Exhaust auf den gegnerischen Rennington, da macht der AD-Carry, der ganz gut im Game ist, paar Attacken und dann kann Rennington auch nichts machen. Also, das ist sehr, sehr oft der Fall. Und deswegen sollen Top-Laner noch ein bisschen mehr Impact bekommen, indem sie mehr XP bekommen. Das Ganze funktioniert allerdings auch für Mid-Laner, muss man einfach mal sagen. Also, die werden hier gar nicht erwähnt. Aber außerdem wird hier noch sehr viel davon gesprochen von Duo-Lanes, ja. Das bedeutet, wenn in der Mitte die ganze Zeit der Jungler da ist, der gegnerische, dann hast du, der keine Ganks bekommt, einen Vorteil.
auch, ne? Weil du bekommst mehr XP dadurch, beziehungsweise der Gegner hat da deutlich weniger XP, wenn er viele Ganks bekommt. Außer du stirbst die ganze Zeit. Aber wenn der Gegner gankt und du überlebst, hast du richtigen kleinen Vorteil, ne? Das finde ich eine gute Idee, weil ich werde immer gegankt. Ich werde immer gegankt. Turret Plating ist so, manchmal hast du da diese Turbo-Ganks und dann rushen die einfach deinen Turm von 5 Plates auf 0 runter oder auf 1. Zack, super hart. Das heißt, die haben jetzt mehr Rüstung, mehr Magieresistenz ab dem 3., 4., 5. Doran Shield ist jetzt schwächer für Fernkämpfer. Naja, das heißt, für Fernkämpfer-Champions ist es nur noch 66% und für AOE, Dot und Proc-Effects. Das heißt, Teemo wurde gebufft, Rumble wurde gebufft, Malzah wurde gebufft. Alle diese Dot-Champs sind jetzt deutlich, deutlich stärker geworden. Lasst uns aber ehrlich sein, also jeder hasst diese Dot-Champs, aber, Brand, lasst uns ehrlich sein, ja, das ist schon echt, ne, wenn du wirklich mal Teemo spielst und Doran Schild kontert dich einfach komplett weg. Pack noch diese grüne Rune dabei und du heilst dich einfach. Jungle Pathing. Wird das wirklich so geschrieben? Pacing. Jungle Pacing. Jungle Pacing wird verändert, denn aktuell machen alle Crux. Die Golems. Immer Golems. Und oft ist es so, dass Camps, es wird viel gegankt und zwischendurch mal Camps gemacht werden. Jetzt soll der Fokus darauf liegen, hey, es sollte die Möglichkeit gegeben werden, wirklich nur zu jungeln. Achte ich als sehr, sehr schwierig, aber Farm-Jungling will niemand. Man schreit so schon immer nach Ganks und so wird es noch ein bisschen gebufft. Das heißt, Crux, erstmal, Jungle-Item gibt es jetzt auch keine Bonus-XP, das heißt, man könnte, nee, man braucht schon das Jungle-Item. Stopp. Ja, also hier ist das mit der Bonus-XP und, oder? No longer grant Bonus-XP. If you are behind in levels, sorry. Behind in levels, das heißt, die Catch-Up-XP wurde entfernt. Ihr bekommt jetzt allerdings mehr XP auf das erste Camp, wahrscheinlich, damit das vom Level her passt. Ja, Camp-Timer. Also erstmal wurde der Respawn-Timer reduziert, das heißt, ihr könnt jetzt mehr jungeln, ihr könnt jetzt mehr Power farmen im Jungle. Und der Cooldown, wenn ihr ein Camp gesehen habt, dann ist das 15 Sekunden kommt da das Icon, bevor es respawnt. Außerdem wird das Camp yellow nach 15 Sekunden. Das heißt, wenn 15 Sekunden das Camp noch da ist, dann wird es gelb, dieses Icon. Damit man sich so ein bisschen... Ne, oft ist es ja so, es wird gelb und du wartest und du wartest und du wartest und du wartest. 15 Sekunden, könnt ihr euch merken. Crux, hier sehen wir das Ganze. Crux haben 240 XP gegeben. Beim ersten waren sie ein bisschen schwächer, aber 247. Wölfe im Vergleich 115. Grump 115. Raptors 115. Das ist zu krass. Jeder hat die ganze Zeit nur Golems gefarmt. Und Grump war komplett scheiße. Das bedeutet, Crux geben jetzt 160, damit sind sie immer noch das beste Camp, aber sind sie auch das aufwendigste Camp. Du musst richtig, richtig viel und die Bestrafe aber vom ersten Clear wurde entfernt. Das heißt, es lohnt sich. Es gibt ein bisschen weniger Gold. Dafür wurden jetzt allerdings auch die anderen Camps hier. Das heißt, das Wolf-Camp wurde auch ein bisschen reduziert, muss man sagen. Das ist natürlich dann so. Allerdings wurde das Grump-Camp angehoben und das Raptor-Camp ebenfalls reduziert. Das heißt, Vögel und Wölfe geben genau gleich viel XP, allerdings geben Vögel etwas mehr Gold. Und der Grump ist nun das zweitbeste Camp, was XP angeht. Und Gold auch. Ne? Ich habe immer sehr gerne den Grump geklärt und ich habe erst seit, ich sag mal so einem Monat erfahren, dass der unglaublich schlecht war, was XP und Gold angeht. Dafür, dass der dich fast tötet. Also Wölfe sind 100-mal schwächer als der Grump. Aber gut. Ja, das heißt, hier hat man jetzt mehr Möglichkeiten, ein bisschen zu junglen. Lethality Items. Rito sagt so ein bisschen, wie lange haben wir? 18, Brudi. Sorry, dass es so lang wird, aber der Patch ist riesig. Lethality Items ist das Problem, dass immer jeder das gleiche baut. Ne? Es wird gesagt, ja, du gehst Raktarblade, gehst Yomos, vielleicht, ne, und dann gehst du eigentlich Black Cleaver und so weiter. Dieser Bonus, den es gab, dieser Set-Bonus, wenn ich das jetzt so richtig sehe, den gibt es nicht mehr, der wurde wieder entfernt. Allerdings gibt es zwei neue Lethality-Items, das ist cool. Und man hat den einzelnen Items mehr Rollen dazu gegeben. Das heißt, man hat gesagt, hey, das Blade, wir nehmen erstmal Blackout weg, das heißt, ihr könnt keine Wards mehr clearen, aber dieses Ding soll Power heißen. Ne? Das Blade gleich Power. Das Blade gibt jetzt 60 AD, immer noch Lethality und den gleichen Effekt. Das heißt, ja, im Prinzip, ihr habt mehr AD, dafür Blackout weniger. Ich bin Freund, wobei Blackout ist auch schon gut gewesen, ne? Aber ist okay. Yomus ist im Prinzip fast gleich gewesen, aber Yomus gleich Mobility. Ja, hat ein bisschen weniger AD, aber Stats sind relativ gleich. Dafür könnt ihr jetzt, wenn das Ding an ist, durch Gegner durchlaufen. Ist nett, finde ich jetzt nicht ultra krass, aber ist nett. Edge of Night gleich Tanky Engage oder sowas. Bedeutet, hat wenig AD, hat wenig Lethality, hat aber mehr HP dafür, finde ich, weiß ich nicht. Ich hätte lieber 18 Lethality statt 75 HP mehr. Wenn ich gefokust werde, bin ich eh tot. Bin ich kein Freund? Kein Freund. Hashtag kein Freund. Könnte man auch falsch verstehen, aber ist okay.
Dafür habt ihr jetzt das Spell Shield. Das Spell Shield ist quasi wie Banshees. Refreshed, wenn ihr 40 Sekunden out of combat seid. Ich glaube, ganz ehrlich, lasst uns ehrlich sein. Das Ding baut, wird immer noch niemand bauen. Das Ding wird immer noch niemand bauen. Dafür ist aber auch 100 Gold billiger. Sanguine Blade. Sanguine Blade ist quasi wie... Ja, ist sehr schwach. Es ist wie Edge of Night, sagen wir einfach mal, von den Stats, wenn du im Team bist. Aber es wird zum Draktarblade, wenn du alleine bist. Es ist super schwach, 50 AD, 10 Lethality, ein bisschen Lifesteal, kostet 3000 Gold, super Kackstats. Aber wenn du alleine bist, bekommst du 40 bis 80% Attack Speed und 8 Lethality. Das heißt, du bist wieder bei 18. Das Ganze decayt, wenn zwei, ich glaube, if, ja, ein oder weniger gegnerische Champions. Das heißt, wenn einer da ist zum Splitpushen, super cool. Ich könnte mir das auf Set sehen. Set im Splitpush ist sehr stark. Und wenn du 100% Attack Speed kriegst, dann böllerst du komplett in die Türme rein. Und wenn du 100% Attack Speed in deine Ultimate reinklopfst, Bruder, das Ding ist gut. Das Ding ist gut. Ich könnte aber auch sehen, dass einige es abusen. Master Yi, Udyr, Shaco. Das Ding ist gut. Aber im Teamfight scheiße. Umbral Glaive. Umbral Glaive ist ein neues Item ebenfalls und soll die günstige Variante sein. Das Ding kostet 2,4, gibt 50 AD nur, gibt 12 Lethality, 10% CDR und hat Blackout, das ist die Passive von Draktarblade, das heißt, damit könnt ihr Wards entfernen. Ich denke, im Solo-Queue nicht so interessant. Ich denke, im Competitive interessanter. Aber natürlich, wenn man das mit anderen Lethality-Items kombiniert, könnte es nett sein, aber das Problem, was ich bei diesem Item sehe, das wäre ein gutes First-Item, vom Preis her. Im Early-Game willst du dir vielleicht schnelle, günstige Items kaufen, für 2400 Gold. Im Late-Game willst du das gar nicht mehr machen, weil im Late-Game hast du vielleicht mehr Gold und da willst du lieber die Slots mit preisguten Items voll machen. Also mit, na, wo, kann ruhig teuer sein, aber dafür gute Stats, weil du hast eh nicht mehr so viele Plätze frei und da musst du ein bisschen handeln und aufpassen. Aber dieser Effekt ist eher fürs Late-Game, meiner Meinung nach, mit dem Blackout. Deswegen, schwierig. Sprouted Dirk hat nicht mehr den Effekt, den eh niemand drauf achtet, ich auch nicht. Mechanics Update, das heißt, was haben wir hier? Support Items werden verändert. Genau, die Support Items können jetzt hochleveln. Ihr müsst also die Support Items nicht mehr upgraden. Ihr kauft einfach das Standard Item für 400 Gold, müsst es nicht mehr aufleveln für 1800 und es gradet die ganze Zeit auf. Es gradet auf, gradet auf, gradet auf. Je mehr Geld ihr bekommt, es hat mehrere Stufen und ihr bekommt dann einmal mehr Ward Charges und mehr Stats und dann geht's auf 4 Ward Charges und noch mehr Stats. Die ganzen Items wurden ebenfalls etwas verändert und zwar ist es so, dass das AP-Support-Item euch zwar Geld gibt, aber kein Damage mehr macht. Ihr macht keinen Bonus-Damage mehr an den Gegner. Das heißt, euer Impact ist ein bisschen weniger. Außerdem gibt das Ding jetzt ab HP, das hört sich mal gleich in HP, weniger AP, kein Mana-Rack mehr. Bin ich kein Freund von, aber mal sehen. Das Ganze wird auf 70 ab HP höher und 15 AP runter, kein Mana-Rack. Ich finde, Mana-Rack war echt wichtig. Mana-Rack war echt wichtig und keine CDR, bin ich kein Freund. Hashtag kein Freund. Und das Ganze Shard of True Eyes, wir sehen hier, hat sogar weniger HP. Aber dafür jetzt 60 AP. Okay, das ist cool. Ne, da hat es jetzt 60 AP. Vor allem, ihr müsst natürlich, man muss überlegen. Hey, dafür, dass man überhaupt kein Geld rein investiert, ist das schon echt cool. Ne, vielleicht ist das da deswegen auch fein, dass die Stats runtergehen. Klar, im Vergleich sagt man, hey, das ist jetzt weg. Aber man muss auch sagen, hey, du hast jetzt super viel Gold und du kannst von dem Gold einfach Mana kaufen und AP und HP und alles. Also, eigentlich ist das schon gut alles. Support-Item gekauft, geil. Auf geht's. Ja, es gibt jetzt auch eine AD-Variante, das heißt, das Ganze auf AD getrimmt. Ihr könnt das auch über Attacks abbauen, die Stacks etc. Relic Shield gibt es für Fernkämpfer jetzt ebenfalls, das heißt, ihr könnt auch als Fernkämpfer diese Stacks abbauen. Und das Ganze gibt es als AP-Variante, sowohl als auch als AD-Variante. Also AD, HP mit AD und AP ein bisschen mit viel HP. Ja, Ancient Coin wird entfernt, weil das sich mit den anderen überlappt hat. Shurelias Reverie ist jetzt ein bisschen supportlastiger. Das heißt, das Ding gibt euch Health Dragon, gibt euch Health and Shield Power, allerdings weniger AP und Move and Speed. Das ist also jetzt für Champions, die gerade für Shields gehen, ne? 10% ist cool. Energized Crit Items, das wird sehr interessant, denn die können jetzt stacken. Das Gang ging ganz damals, aber dann ganz lange nicht mehr. Bedeutet, wenn ihr Rapid Fire baut und Statics, dann können beide, dann geht der Damage zusammen, ja? Das heißt, es knallt. Dafür wurde der Effekt ein bisschen verändert, und zwar sagt man sich, hey, es soll, also Energized soll eine neue Meta so ein bisschen kreieren. Ihr habt Crit, was sehr Late-Game-lastig ist, und Energized soll Mid-Game-lastig sein. Außerdem soll Energized so sein, so Hit,
so Hit and Run, ne? Du machst ab und zu eine Attacke und die böllert. Die macht auf der Attacke richtig viel Damage. Aber wenn du die ganze Zeit angreifen würdest, ist es nicht so geil. Wie bei Crit, ne? Crit, Crit, Crit. Oder lieber einmal Peng Damage. So ungefähr soll das Ganze funktionieren. Ja. Energized Effects now always work on Turret, steht hier. Das verwirrt mich, aber kommen wir gleich zu. Ja, Storm Razor wird etwas verändert. Das heißt, das Ding gibt weniger AD. Gibt jetzt allerdings 25% Crit, was wichtig ist. Weniger Attack Speed, aber dafür ist ja der Crit drauf. Energized Damage, Achtung, aufgepasst, 120. Ja, wichtig. Wichtig. Rapid Fire Cannon, 120. Hat jetzt allerdings nicht mehr diese Effekte, dass Energized Sachen gestackt werden. Und auch, dass das hier geht nicht mehr auf Türmen. Also dieser Bonus-Effekt. Das heißt, ihr könnt das und das zusammen benutzen. Das wären 240 Damage. Und wenn ihr noch Statics habt, sind das 360 Damage. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, alle drei zu kaufen. Für den einen oder anderen Champion vielleicht. Ich sehe hier auf jeden Fall Jhin bei Energized. Jhin gleich Energized. Da sehe ich ihn. Bedeutet, ihr könnt, wenn ihr das abfeuert, richtig 360 böllern. Ne? Peng. Allerdings kann Shift Lightning kann nicht mehr kritten. Hat jetzt aber 7 Ziele. Brawler's Gloves wurde entfernt. Dafür wurde jetzt auch der Itemweg natürlich hier entfernt oder verändert. Ihr braucht jetzt also für Seelen Cloak of Agility. Schwierig. Muss ich sagen, schwierig. Also das Ding ist erstmal jetzt 25% Crit. Das ist natürlich wiederum ein Buff für ADKs. Es kostet dasselbe Gold. Aber das Item hier ist jetzt schwieriger zusammenzubauen, ne? Gerade für Yasuo auch ein Nerf, weil... Wobei, also ein Halb-Nerf, muss man sagen. Ne? Ihr braucht jetzt nicht mehr ganz so viele Slots. Wobei doch, eigentlich schon, ne? Wobei, ich weiß nicht, wie wird denn Phantom Dance jetzt gebaut? Das ist halt die Frage. Das steht hier gar nicht mehr. Bei Phantom Dance brauchte man ja zwei Brawler Gloves. Aber, ja, manchmal hatte man diese 400 Gold und konnte einfach das Brawler Glove kaufen. Das geht jetzt nicht mehr. Spear of Shojin wird entfernt. Zeroth Portal wird entfernt. Ombreaker wird entfernt. Raptor Cloak wird entfernt. Kleptomancy wird entfernt. Dafür kommt die neue Rune Omnistone. Omnistone macht, dass ihr die ganze Zeit rotiert und zwar eine neue Keystone bekommt. Ihr bekommt alle 8 bis 4 Sekunden eine neue Keystone. Und wenn ihr eine nicht benutzen könnt, dann nach 40 Sekunden wird die verändert. Das heißt, ne, wenn ihr nicht Aftershock procken könnt, nach 40 Sekunden kriegt ihr eine neue. Wenn ihr da Harvest habt, dann baut ihr diese Seelen, die ihr bekommt, profitieren alle anderen Runen davon. Das heißt, Lethal Tempo wird gebufft, Fluid Footwork wird gebufft, alles wird davon gebufft von diesen Seelen, die sammelt ihr weiterhin, genauso wie bei Grass of Undying kriegt ihr das HP dazu. Ist eine nette Rune, ich frage mich, auf welchen Champions würde ich das spielen und die Frage ist, was spielt man jetzt auf Ezreal? Ich denke, auf Ezreal könnte Glacial vielleicht interessant werden jetzt oder vielleicht auch das, vielleicht Dr. Carvis, ich weiß es nicht, vielleicht Komet. Ja, auf welche Champs sollte man diese Rune spielen, Leute? Auf welchen Champ will man eine Rune, die ganze Zeit switcht? Ich meine, wenn ich mir eine Rune aussuche, dann will ich das doch deswegen, damit ich immer dieselbe gute, beste Rune habe, oder nicht? Ich will doch nicht immer die ganze Zeit rotieren, oder? Will ich das? Weiß ich nicht. Ist zu unverlässlich. Ich wüsste nicht, dass das Sinn macht für mich, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Conqueror. Conqueror ist zu stark gegen Tanks, soll verändert werden. Das bedeutet, der True Damage wurde komplett entfernt. Ihr heilt euch jetzt um 15% statt 8%, aber das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Denn vorher war es Pre-Mitigation Damage. Das bedeutet, wenn ihr 100 Damage gemacht habt, dann habt ihr euch davon 8% geheilt. Und dann wurde erst Armor, Magieresistenz abgezogen und sind vielleicht 50 Damage durchgekommen. Jetzt ist es so, ihr macht 15% von dem, wenn ihr 100 Damage an Gegner macht, davon wird jetzt aber erst das abgezogen, das heißt Magieresistenz, Armor, das sind dann quasi 50, die da durchkommen und davon 15%. Ist also eigentlich ein Nerf, wenn wir ehrlich sind. Dafür hat man jetzt gesagt, hey, ihr bekommt mehr Stats, ja. Ihr habt zwar jetzt nicht mehr diese coole Utility, aber ihr bekommt mehr AD. Wir sehen das hier. Ihr bekommt pro Stack jetzt mehr, denn ihr könnt jetzt 10 Stacks aufbauen. Also ihr kriegt, ne? Ihr kriegt statt 10 bis 30, 20 bis 50. Für Fernkämpfer ist das ganze Ding allerdings nicht gut, denn Fernkämpfer kriegen immer nur 1 Stack. 10 Stacks als Fernkämpfer aufzubauen, ist eine komplette Katastrophe. Für Fernkämpfer ist das Ding legit tot. Spielt das nicht. Außer ihr habt echt überhaupt nichts anderes. Aftershock wird Gott sei Dank auch nochmal verändert. Das Ding gibt jetzt weniger Resistenzen, dafür scaled es besser mit Bonusresistenzen. Das heißt, wenn ihr Feuer, ne, habt ihr einfach 70 bekommen, was super. Tank ist jetzt noch sau wenig. Ihr müsst also viel Bonusresistenzen haben, damit diese Rune gut ist. Ansonsten ist das Ding scheiße. Ne, das ist vor allem für solche Champs, die immer noch Lux auf Aftershock spielen, das ist damit auf jeden Fall tot. Vor allem hier auch der Damage, der dadurch gemacht wird, ist jetzt mit Bonus Health. Vorher war es Maximum Health, da hat also jeder davon profitiert, auch eine Lux. Lux kauft keinen Bonus Health, das heißt komplett dead. Hat dafür jetzt viel weniger Cooldown, muss man sagen. Presence of Mind. Presence of Mind,
überlappt sich ein bisschen mit dem Cloud Drake, deswegen wird diese Rune komplett verändert und man sagt sich hier, hey, ihr bekommt jetzt nicht nur Mana, sondern auch Energie wieder. Es soll an Energie-Champions gerichtet sein. Und was ich hier nicht ganz verstehe ist, increase your Mana bei 100 bis zu 500. Also ich glaube, es ist wie diese Runen, wo man 5 Stacks sammeln kann, ne, diese, vielleicht ist die jetzt da auch unten in dieser einen Reihe oder so. Ich weiß nicht, ob die in der gleichen Reihe bleibt, muss ich ehrlich sein, diese Rune. Weil, ich glaube, jedes Mal, wenn du einen Gegner killst, kriegst du dann quasi 100 Mana oder, Achtung, 10 Energie. 10 Energie. Ihr könnt bis zu 5, also wenn ich das richtig lese, hier, da möchte ich ganz sagen, harsch, das habe ich nicht getestet. 50 Energie. Stellt euch vor, ihr habt als Set 150 Energie. Klingt für mich broken, mehr als broken, super broken, mega broken, Omega, Ultra, Lulz broken. Super broken. Must have für jeden Energy Champion. Mal gucken. Nimbus Cloak, da bin ich jetzt sehr traurig. Denn, weil das ebenfalls mit Cloud Drake sich überlappt, funktioniert das jetzt auch Summoner Spell. Das heißt, wenn ihr einen Summoner Spell castet, bekommt ihr 15 bis 35% Movement Speed, abhängig von dem Spell, den ihr macht. Das heißt, wenn ihr einen Long Cooldown benutzt, Flash oder Teleport, bekommt ihr 35%. Wenn ihr Medium Cooldown macht, kriegt ihr 25%. Da muss man echt aufpassen. Teleport und dann 35%. Oft schippt man ja nach so einem Teleport nochmal. Ne? Könnte ziemlich cool sein auf Top-Laner, Nimbus Cloak, muss man einfach sagen, mit Teleport. Und Short-Cooldown, zum Beispiel Zoe hier, Zoe 15%, das Zoe, Leute, Zoe Nimbus Cloak wird super strong sein, nehmt das bitte mit. Hexflash, Smite, etc. Ich muss sagen, ich bin traurig dahinterher, denn mein Ninjagakure Shinobi Playstyle leidet darunter. Ich werde das nicht mehr auf Talon mitnehmen. Ich will nicht Summoner abhängig sein, damit ich mehr Movement Speed bekomme. Das ist sehr traurig, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Macht mich sehr traurig. Macht mich, Hashtag, sehr traurig. Muss ich gucken, wie ich das mache. Senna kann jetzt nicht mehr AP umwandeln. Ist nett. Und damit sind wir durch. Ja, Twisted Treeline ist jetzt komplett weg. Da kriegt ihr ein Icon, wenn ihr Games gezockt habt. Ist nett. Das war's. Bugfixes. Neue Skins. Ja, wir haben es geschafft. Es war sehr lang. Wir haben 31 Minuten. Tut mir leid, Leute. Aber das ging echt nicht kürzer. Ging nicht kürzer. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Ich wünsche euch eine wundervolle, schöne Nacht. Ich hoffe, ja, ihr freut euch auf die Preseason. Ihr könnt natürlich noch weiter in Rank zocken, um eure MMR zu verbessern. Auf jeden Fall wichtig. Und um besser zu werden in League. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Auf Wiedersehen. Ich hab euch lieb. Tschüss und goodbye. Miau, miau.